Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist euer Chaka und wir spielen heute State of Decay 2, ein Survival-Horror-Game aus dem Jahre 2018. Der neueste Shit auf den Markt. Erst rausgekommen am 22. Mai. Dankeschön, dass ihr dabei seid und dass ihr zuschaut. Ja, ich habe natürlich schon ein bisschen gespielt. Ich hatte jetzt keine Lust, das ganze Spiel nochmal von vorne anzufangen, weil ich schon mehrere Male von vorne angefangen habe, weil ich einfach Scheiße gebaut habe. So richtig Scheiße, ne? So richtig Kacke. So, ich stelle jetzt erstmal meine Basis vor. Ich habe einen Wachturm schon mal ausgebaut, also hochgelevelt auf Level 2. Eine Krankenstation, auch 2. Ich kann mich auch selber heilen. Ja, genau, hier kann ich ein bisschen heilen. Traumata, ich kann die Spuren einer Infektion, kann ich einfach wegzaubern. Ein Hauptschlafzimmer sollte eigentlich hier haben, habe ich ein bisschen Strom drin, damit das ein bisschen heller wird. Der Kommandozentrum, da habe ich auch, da habe ich gerade einen tragbaren Generator installiert, oder installiere ich gerade. Ein Doppelbett. Ein Lager auf Level 2, eine Küche, eine Werkstatt habe ich auch drin. Ich kann Schelldämpfer verbauen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich sie richtig einbaue. Die Mods habe ich auch installiert. Ich kann, in der Werkstatt kann ich übrigens hier, ...22 9mm und 45mm herstellen. Und ich habe natürlich auch zwei Autos. So wie der feine Herr heutzutage ist. Es wird langsam dunkel. Ich habe zwei gepanzerte Autos, so sollte es auch sein, ne? So richtig Macho-Art. Ja. Dieses Auto habe ich hergestellt, dafür braucht ihr einen einen Reparaturtruck. Und ein schweres Aufwertungskit, glaube ich, heißt das. Genau. Und ich wollte jetzt mit euch einfach mal das Spiel einfach mal spielen, einfach mal so ins Blaue hinaus. Das habe ich übrigens auch mit den anderen Truck gemacht. Diese sind sehr ziemlich unzerspürbar. Diese muss man natürlich zwischendurch reparieren. Aber es ist echt Wahnsinn, was die zwei drauf haben. So. Ja, genau. Zwischendurch kommen hier Sachen rein. Starte. Nein, die wollte ich jetzt nicht starten. Ich wollte mal mit euch ein bisschen durch die Stadt racen und mal ein paar Krisenherde ausschalten. Dafür hole ich vom Deprimiert. Warum ist jetzt meine Gruppe deprimiert? Ich habe übrigens sehr viele Leute. Ich habe 7 Leute, soweit ich das gerade durchzähle. Warum deprimiert sind, weiß ich nicht. Also den Moral könnt ihr, wenn ihr auf B drückt, aufdrücken. Und dann seht ihr das frustriert. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Männer in letzter Zeit verloren. Trauert, ja genau. Konflikt. Kein Garten, nicht genügend Betten. Ja, das tut mir leid. Aber ich habe im Moment auch wenig Platz. Nörgelt gerade jeder wegen Wickets. Fliegenfischen. Mag Fliegenfischen, ne? Infektionsherde gesichert. Ja, genau. Das genau wollte ich jetzt mal machen. Ich wollte in die Stadt gehen und mal ein bisschen für Randale sorgen und mal ein paar Infektionsherde ausschließen. So, dann schaue ich mal. Da ist mein Comprende hier. Den nehme ich meistens immer mit. Actionhelden. Oder, ach komm. Ja komm, machen wir jetzt einfach mal. Als Begleiter anwerben. Nehmen wir jetzt einfach mal mit den Kollegen. Okay, your lead. Habe ich eine Waffe drin? Nein, ich habe keine Waffe drin. Ist er denn da? Kommt er mit? Ja, er kommt mit. Wunderbar. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Zombiejagd. Yay. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich. So, was nehmen wir denn Schönes mit? Ich habe auf jeden Fall viel Munition. Stelle ich mir auch meistens immer selber her. Ich nehme mal... genau, den Revolver mit ein bisschen Munition mit. Den Schalldämpfer. Ah, kann man den anbringen? Ah, den kann ich an... Ach, so macht man das. Ah. Da kann ich dann doch nicht... Schalldämpfer kann nicht ver... ja, ist klar. Schalldämpfer immer sehr wichtig, weil... je lauter man ist, desto... kann nur... Warte.
Je lauter es ist, desto mehr Zombies kommen. Moment. Habe ich eine Schalldämpfer jetzt ange... Ja, ich habe den angebracht. Wunderbar. Nämlich, dann bin ich leiser und dann kommen auch nicht so viele Zombies. Natürlich nehme ich noch meine 1A-Waffe noch mit. Die. Und natürlich nehme ich auch noch ein bisschen Munition noch mit. Mein Kompadre ist, glaube ich, auch da. Brauche ich noch eine Waffe. Die Waffe werde ich noch auswechseln. Die hat leider jetzt nicht so viel Skills. Ich nehme mir, glaube ich, mal eine Axt mit, auch wenn das sehr laut werden kann. Ich repariere die mal. So, und jetzt kann's losgehen, meine Freunde. Wir werden jetzt die Krisenherde auslöschen. Wir werden... Zed, coming in hot. ...sowas von gewinnen. Wir werden sowas von abschlachten. Jetzt gibt's Krieg, Leute. Krieg gibt's jetzt... Oh, ich glaube, ich sollte nachtanken. Ich glaube, ich nehme mal einen anderen Truck. Oh, der ist auch nicht aufgeladen. Oh, ich krieg die Krise. Ich muss wieder zurücklatschen und wieder Benzin holen. Ist immer doof. Ich achte meistens nicht so darauf, wie viel Benzin noch das Auto hat. Habe ich noch Benzin? Meine, ich stelle kurz mal Benzin her. Hier könnt ihr alles herstellen. Genau, Sachen zu verschrotten. Hier kann ich die Sachen hochwerten, Aufwertung ansehen. Ne, kann ich im Moment nichts auf, nicht aufwerten. Noch einmal, zweimal. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Ich habe das nämlich aufgenommen. Ich habe nur ein Benzin. Warum habe ich das noch? Egal. Anderes bestimmt hier drin. Egal, komm. Come on, das schaffen wir schon mit einem Benzinkanister. Das geht schon. So, aber ich glaube, wir nehmen am besten mal den schnellen Truck. Auftanken. Nein, ich will nicht einsteigen. Ich will auftanken. Aber ich glaube, meine Basis kriegt aber, glaube ich, auch gerade Probleme. Auftanken. So, das sieht doch schon mal gut aus. Aber ich glaube, meine Basis kriegt das, glaube ich, sehr gut hin, meine Leute. Die sind sehr hartgesotten. Richtige hartgesottene Leute. Wow. Die ich gerade auch aufgesammelt habe. Vagabond. Ja, der war ziemlich am Verbrennen. Wir gehen heute mal. Wo gehen wir hin? Ich habe übrigens noch zwei Standorte hier mal. Also, wie man hier sagt. Außenposten. Einmal hier für die Medikamentensammlung. Und einmal für... und einmal für Essen. Ich weiß aber gerade nicht, hier ist er. Hier mal für Essen. Genau. Überlebenden aktiviert. Immer wenn ich irgendwas vorhab und irgendwas machen will, dann ist irgendjemand, der immer jammert und der immer Hilfe haben will. Deswegen fahren wir jetzt zuerst in den Typen, der Hilfe haben will. Das werden wir schon hinkriegen. Meistens sind das dann auch die Leute, die dann in die... eine Horde, die dann hier in meine frohe Truppe aufgenommen werden, in meine Basis. So, Leute, jetzt ist Schluss im Kasten. So. Oh, Scheiße. Er ist halt weg. Ah, ich steig am besten wieder ein. Steig ein, Junge. Steig ein! Steig ein! Guck mal, jetzt nicht gebrauchen. Ich fahre in die richtige Richtung. Ich kann meistens... Ich fahre in die falsche Richtung. Boah. Krise. Ich muss auch noch sagen, dass ich... So. Ich muss auch noch sagen, dass ich mich für den Fall bekenne hier. So, dann legen wir mal los. So. Ich weiß nicht, ja, das ist ein Viking oder ein Viking, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wo ist denn jetzt der Typ? Ach, der ist da hinten. Oh, der ist da hinten. Das ist sehr doof. Ich kann zwischendurch nicht auf die Karten gucken, weil hier irgendwelche Zombies immer in der Nähe sind. Das ist sehr ärgerlich. Ups, ich muss los, genau.
So, da fahren wir mal sofort hier rüber. Ich bin eigentlich sofort in die falsche Richtung gefahren. Eigentlich sehr ärgerlich fürs Benzin, aber naja, komm, scheiß drauf. Where the fuck was I? Oh yeah. This one time I rushed a shot. Whoop, gotta go! So, beim Überleben wie mal ganz schnell hier in dieser Ödnis. Ich würde übrigens als Wagen immer hier den Viking oder den Viking, wie man dann ausspricht, keine Ahnung, würde ich immer empfehlen. Wir sind, glaube ich, sofort dran vorbeigefahren. Weil der ist jetzt nicht so schnell, aber der hält viel aus. Yep, ich helfe dir sofort. Oh, das. Nee, ich weiß, es wäre ein Kreischer gewesen, war es aber nicht. Na, sofort daneben gehauen. So, Leute. Wo ist denn der Fall hier? So. Meistens, es kann ziemlich gefährlich werden, wenn man hier alleine hingeht. Deswegen hole ich mir meistens immer Hilfe. Falls da jetzt gleich eine Horde ankommen würde oder so. Das ist immer eine sehr miese Sache. Ja. Gut, hey. Was willst du jetzt? The Zeds weren't exactly helping me finish up, but maybe you can. Okay. Was hast du denn so anzubieten? Ja gut, brauche ich alles nicht. Das war jetzt ein bisschen unnötig, dass ich da hingefahren bin. We got incoming from all over. Mysteriöser Wanderer. Where the fuck was I? Oh yeah. Ich glaube, da fahre ich, glaube ich, jetzt gleich mal hin. Keep cool. Be there as quick as I can. Hey, folks. I got an offer you can't refuse. Da fahre ich, glaube ich, gleich mal hin. Rede mit Dukan. Das wollte ich jetzt nicht machen. Deswegen überlegen Aktivität. Where the fuck was I? Oh yeah. This one time I rushed a shot and winged a deer. It made a run for. Ja, da sind wir doch gerade. No. Wolves tore the shit out of the poor guy in front of my eyes. Ich glaube, ich weiß, man muss die Stadt und hau mal ein paar Leute um hier. Warum jetzt ihr deprimiert seid, keine Ahnung. Ich muss kurz mal auf meine Basis gucken, warum die wieder deprimiert sind. Trauer, trauert Opfer. Kein Garten. Naja, ja, das ist halt jetzt halt so. Aber daran kann ich im Moment nichts ändern, weil ich im Moment unterwegs bin. So, dann fahre ich mal ein bisschen in die Stadt. Ich weiß auch in die richtige Richtung. Komm, wir hauen jetzt mal richtig auf die Tube hier. Und fahren jetzt in die Stadt und killen mal ein paar Zombies. Ich hab richtig Bock drauf, ey. Richtig zu zerstören. Richtig kaputt zu machen. So, wir müssen eigentlich auch bald da sein. Welchen Krisenherd wir jetzt sind wir vorbeigefahren. Wir nehmen mal den hier. So, vielleicht geht die jetzt schon los hier. Ist immer ein bisschen doof mit den Hin- und Herfahren, aber lieber gefahren als gelaufen. Und der geht mir langsam ein bisschen auf den Sack. Immer sehr doof, wenn man. Ich habe jetzt keinen Bock, jedes Mal wie eine Laterne zu fahren, weil irgendein Zombie bei mir auf der Autohaube rumsitzt. Den krieg ich leider nicht mehr. So, jetzt geht's los. Jetzt gibt's AR hier. Jetzt gibt's Action. So, es kann sehr, sehr gefährlich werden hier. Deswegen ist mein Auto eigentlich immer in der Nähe. Und ich bin immer zu zweit. Ihr sollt nie alleine an einem Infektionsherd gehen. Niemals. Das kann sehr, sehr böse ausgehen. Weil da nämlich alle auf dich drauf schreien und dann alle auf dich drauf hauen. Wow, 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 wow. Wie zum Beispiel jetzt in dieser Situation. Das hätte ich jetzt rein theoretisch auch alleine geschafft, aber es ist immer cool, wenn man das zu zweit macht. Besonders wenn da so ein Kreischer ist, der dir die ganze Hölle heiß macht. So.
was. Eigentlich dürfte das jetzt... Wunderbar. Ja, wir haben den Infektionsset haben wir besiegt. Jetzt gehen wir hier, oh, hier durch und schauen kurz mal nach, was es hier so gibt. Ja, das war mir zu laut. Wer kommen will, wer reklamieren will, der soll vorbeikommen. Das sind immer sehr nette Nachbarn, die immer vorbeikommen und reklamieren. Haben wir Tür auf. Oh, komm. Wollen wir mal den Gästen mal Hallo sagen. Man muss ja ganz viel sagen. Ne? Einmal so im Kopf hier. Achse im Kopf. Das ist immer so schöne Begrüße. So, ich suche kurz mal durch. Wenn ihr irgendwelche Tipps zu meiner Basis habt, dann könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Ob ich irgendwas besser machen kann oder so. Habt ihr eine Ahnung, wann ihr wann man so diese Reparatur-Tools für die Autos, wann man die herstellen kann? Ich habe ja irgendwann mal was von gehört, dass man die Werkstatt dafür auf Level 3 bringen muss. Herzustellen. Nämlich das wäre sehr praktisch, weil ich habe schon viele Autos und die wollen auch alle repariert werden. So, das ist jetzt bitte die fette Kiste. Meistens mir ziemlich egal, weil ich habe eigentlich genug Zeug. Aber es kann ja nie schaden. Ja, genau die. Guck mal, hätte ich jetzt nicht gehabt. Hätte ich jetzt nicht nachgeschaut, dann hätte ich jetzt keinen gehabt. Das ist sehr gut. So. Das war schon mal der erste Infektionsherd. Das ist eine tolle Sache eigentlich. So, dann fahren wir mal sofort zum nächsten Infektionsherd. Am besten macht ihr das immer so, dass ihr da sofort mit dem Auto reinfahrt. Nämlich das Auto, das plättet die meisten von den Zombies sofort zuerst. Das ist... Oh, wir sind gerade an einem Fahrzeichen vorbeigefahren. Deswegen, da gehen wir auch mal kurz mal rein, nämlich dass uns meistens überleben, wenn die wirklich unsere Hilfe brauchen. Und wenn die sterben, das ist dann nicht gut. Und zweitens, wir sind ja alle hier in einer misslichen Lage. Deswegen kann es nicht schaden. Kann es nicht schaden, wenn wir mal ein bisschen helfen. Ist eigentlich immer gut, um die Moral ein bisschen oben zu lassen. Und damit wir keine Fun kriegen. Also wenn ich mir hier einen Fight mache, mache ich wirklich, kann nämlich kein Blatt vor den Mund. Da die kriegen Kugeln im Kopf, das sag ich dir. Entweder sagen die, was ich will, oder die kriegen Kugeln im Kopf. Das ist mir scheißegal. Ach, die haben. Oh doch, die haben Materialien. Aber wie viel habe ich denn? 307, ob sich das lohnt. Ich will lieber zu diesem mysteriösen Händler, lieber, ehrlich gesagt. Den will ich gleich mal suchen. Eben, wie gesagt, geht immer zu den mysteriösen Händlern. Die sind doch, das sieht man daran, die sind länger da, die haben echt geiles Zeug, von denen habe ich auch. Moment, diese Waffe hier, extra nice, echt geil. Und das ist immer eine tolle Sache. So. Da muss man eigentlich einfach nur reinfeuern und einfach versuchen zu treffen. Ah, scheiße. Ja, natürlich sollte man auch mal nach hinten schauen. Und den Kreischer sofort eigentlich als erstes töten, wenn er die Chance dazu hat. So, ich tu mal etwas in den Kofferraum. Wirklich, wenn ihr die Chance habt, kauft euch so ein Medikit, so ein Toolkit oder so ein Erweiterungskit für den Wagen. Nämlich ist echt eine geile Sache, wenn ihr damit rollenden Festung durchfahren könnt. Das ist echt cool. So, das ist safe hier. Da war ich schon. War ich da schon? Sprich mit Diamond. Ich habe doch schon mit denen gesprochen. Sprich mit dem Titel glücklichen Camper. War ich da schon? Ja, da war ich, glaube ich, schon. So, jetzt fahre ich lieber mal zu diesem mysteriösen Camper. Aber...
Schakal der praktischen Arbeit. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich fahre am besten erstmal zurück und hole mir ein bisschen Benzin. Ich habe immer Benzin dabei. Das kann echt mies enden, wenn ihr kein Benzin habt. Dann seid ihr damit auch einen geilen Wagen. Und dann müsst ihr euch irgendwie einen anderen Wagen wieder besorgen, um nach Hause zu kommen, weil ihr so weit weg von der Base seid. Das ist echt mies. Und passt immer auf, ich bin schon so weit, dass ich hier bestimmte Kreaturen habe, wie zum Beispiel diesen aufgeblasenen Zombie oder diesen, wie heißt der, dieser tollwütige, echt, das sind echt miese Viecher. Die können euch echt das Leben zur Hölle machen oder es sogar auch beenden. Das ist echt nicht, scheiße, ich werde jetzt nicht hängen. Nein, du bleibst jetzt nicht hängen. Nein. Komm an, komm an, komm an, schaffst du. Oh, das ist nicht. Komm schon. Wo, oh, jetzt liege ich bitte Auto auf den. Das ist nicht nice. Das ist nicht nice. Komm, 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 komm schon. Ich hab nicht mehr mein Panzerwagen wieder. Oh mein Gott, ja. Boah. Ich mach das. Nee, jetzt bin ich wieder drin. Ich bin zu schon schlecht im Autofahren. Oh mein Gott, Alter. Das ist echt eine Scheißsache, wenn man da hängen bleibt mit dem Auto. Man hat so ein richtig geiles Auto und man bleibt da hängen, ey. Das ist echt scheiße. Jetzt hole ich erstmal Benzin. Damit ich diesen mysteriösen Händler finden kann. Sagt, ich kann bestimmt meine. Ich brauche langsam auch wieder Benzin. So, jetzt fahre ich da erstmal. Later, people. Gotta see a guy about a thing. Bis später, Freunde, Freunde. Wir werden uns im Jenseits wiedersehen. Nein, ich werde nicht sterben oder ich werde es auf jeden Fall nicht versuchen. Aber wir müssen erstmal eine längere Autofahrt vor uns. Sieht auch mal die anderen Städte hier, wie gesagt, per Nacht. Das ist echt creepy, wenn man hier durchläuft. Mit dem Auto geht's eigentlich voll. Das sind übrigens Infektionsherden, diese Menschen da, die da unten rumlaufen auf der Map. Diese grünen Menschen, das sind Infektionsherden. Die können echt übel werden, wenn du unterwegs bist und ohne Auto bist. Dann können die echt mies werden. Nämlich, dann bist du eigentlich ziemlich am Arsch. Nämlich, die kommen dann von allen Seiten und ficken dich dann richtig von jeder Seite. Benzin wird knapp, habe ich doch gesagt. Es kann echt übel werden, wenn du hier kein Benzin machst und du hast so ein richtig geiles Auto und du kommst nicht weiter. Ich hatte dieses Problem so oft. Das geht mir so auf die Nerven. Ach so, dieses Temperaturmessding da unten, das ist übrigens, wie weit ich schon infiziert bin, aber mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil ich kann mich sowieso wieder deinfizieren, sagen wir mal so. Weil ich einfach die Möglichkeit dazu habe, von der Krankenstadt zu kommen. Aber ich glaube, das ist keine große Überraschung für euch. Also viele Leute, die das schon etwas länger zocken, die sind wahrscheinlich schon viel weiter als ich. Wie gesagt, man sieht auch hier dieser Wagen, der ist auch etwas schneller. Jetzt nicht so schnell wie so ein Racer, aber ist schon komfortabel, finde ich. Mit so einem mittleren Aufwertungstool kannst du den nehmen. Und das ist schon echt nice. Diese Autofahrten sind zwischendurch echt nervig. Nur zu diesen mysteriösen Händler, da fahre ich unglaublich gerne hin, weil die echt geile Sachen haben. Die besten Waffen des Spiels zwischendurch. Die besten Tools im ganzen Game. Sachen, die ihr in eure Basis einbauen könnt. Nehmt das einfach mit. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht, wie ich die Folge nennen soll, irgendwie, weil ich jetzt irgendwie alles gemacht habe. Kleines Tutorial oder so, keine Ahnung. Und achtet darauf, wenn hier ein Auto rumliegt und da sind Sachen drin, dann holt euch die Sachen. Schnauze! Geh mal ein bisschen schlafen, hat mehr Vitamine. Immer wenn ich irgendwas vorhab, da kommt immer irgendwas dazwischen. Immer. But I say it doesn't matter. Whether or not the government still exists, Red Talon is here for you. Okay. Red Talon's too ruthless for my comfort. Schnell, was war das jetzt? Oh nö, ist schon wieder so ein
So, man kann eigentlich da, diese Zombies kann man eigentlich nur davon abhalten, indem man sie... Ich bin schon längst dran vorbeigefahren. Egal. Fahre ich wieder zurück. Genau, hier ist er. Der mysteriöse Händler. Mal sehen, was das so im Angebot hat. Aber ich glaube, ich kann mir von meinen paar Piepen, die ich da habe, wohl so nichts leisten. Ah, ich hab ihn sofort gefunden. Geil, sehr geil. Ich hoffe, ich triff jetzt nicht auf einen Tollwütigen oder so. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ja, geil. Geil. Da ist er. Wo ist er denn? Warte, was? Wer ist denn jetzt wo? Wer ist denn jetzt was? Da ist er. So, sprich mit mir. Mit dieser Enklave handeln. Geil. Mal sehen, was die... Oh, ja, geil. Die haben voll die geilen Waffen, aber ich kann mir nichts davon leisten. Scheiße. Ihr siehst hier, die haben hier Sachen, die echt keiner hat hier. Fernkampf, Waffe, Werfer, Antimaterialwaffe. Das ist echt der Hammer, was die hier haben. Okay, let's do this. Sure, sounds good. Ja, zwischendurch wird der Kauf einfach unterbrochen, weil zwischendurch Zombies vorbeikommen und Hallo sagen. Nein, ich will mit denen hier handeln. So, you ready to start dealing? Sure, sounds good. Ich kann leider, mit meinen Sachen kann ich sowieso nichts machen. Guck mal, auch diese Waffen hier. Fernkampfwaffe, warum kostet die so viel? Die kostet 375 Dings hier, die kann ich mir noch nicht mal leisten. Das ist echt heftig. Aber soweit ich das sehe, hat er nichts besonderes im Angebot, was ich bevorzugen würde. Den Rucksack brauche ich nicht. Auch hier im Haus ist keine geile Sache drin. Aber ich glaube, ich gehe gleich nochmal auf Materialsuche. Ihr seid da oben, seht ihr Container durchsucht, wie viele Container ihr schon durchsucht habt, ist ja klar. Aber ich glaube, der erledigt das schon für uns. Ich glaube, ich muss aber auch gleich... Ich glaube, ich gehe gleich mal zum Aussichtspunkt. Nämlich, ich glaube, ich habe dieses Tutorium noch gar nicht richtig überprüft. Weil ich hier noch nicht ansässig war. Ich war, hab da zwar hier in der Nähe irgendwo so ein Außenposten, aber... Und Leute, ich habe noch eine Frage, ich habe im Internet auch nichts davon gefunden. Wie kann man mehr Außenposten beanspruchen? Wie geht das? Hat da vielleicht irgendjemand eine Ahnung? Schreibt es am besten in die Kommentare. Ich schaue nochmal auf anderen Seiten. Aber es gibt hier Leute, also Tutorials von Leuten, die haben 5 Außenposten oder so. Das will ich auch haben! Ne? Musst du ja mal mithalten hier mit den anderen. Fuck me, another plague heart? Ja. Also, das hier ist ein... Das ist ein, ja, ein Aussichtspunkt hier. Und da könnt ihr halt die neuesten Sachen eurer Nähe abchecken. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Ne, das war's doch nicht. Da unten ist noch was. Da unten ist eine Zombieherde. Treffe ich von hier? Ja. Geil. Ich mache eine Zombieherde von hier unten platt. Oh, shit. Oh, scheiße. Hey, asshole. Ah, fuck. Ich habe meine Waffe ist kaputt. Das ist schlecht. Aber ich habe ja noch mal eine richtig geile, übernatürliche Superwaffe. Wofür ich keine Munition mitgenommen habe. Boah, ich bin so ein Idiot, ey. That's a lot of crap to haul around. Oder habe ich dafür was? Nee, habe ich nichts, oder? Das ist 9mm. Ah, kacke. Ich hab nicht die richtige Muni mit. Egal. Hör mal. Dafür. Oh, bitte langsam der Hell. Die ist schon richtig geil. Die ist richtig nice, die Waffe. Ich glaube, ich sollte meinen Truck auch mal aufladen. Es kommt mal eine Menge Untote. I see one of those damn germ zombies nearby. Ah, scheiße.
fröhlich? Moment, Konflikt. Konflikt ist bald weg. Ja, sorry mit den Betten, aber das geht leider im Moment nicht. Wir sind leider zu viele Leute und ich kann keine wegschicken, das geht nicht. Das macht man nicht. Und zweitens brauche ich die Leute. Ich muss mein Ding mal aufladen. Und dann komm schon, auftanken. Die haben, glaube ich, auch einen größeren Tank, glaube ich, wenn man so dieses Tuch, glaube ich, einlöst. Kannst du mal bitte mal platt machen? Och Mann! Komm schon. Ich will auftanken! Das ist auch ein bisschen scheiße, denn man muss ja echt feinfühlig hier sein, um hier überhaupt irgendwas aufladen zu können, oder... So, auftanken, genau. Es wird doch langsam wieder hell, das gefällt mir. Der Tag ist wirklich mir ein bisschen lieber als die Nacht, weil die Nacht ist echt creepy zwischendurch, wenn du hier rumläufst. Aber ich find's geil gemacht, das Game, also das ist echt eine geile Sache. So, jetzt fahren wir, glaube ich, erstmal zurück. Oder wir fahren zu meinen anderen Außenposten. Schauen mal, was hier los ist. Ah, hier ist ein Auto. Das ist gut zu wissen. Hier ist auch ein Auto. Okay, das ist mein Auto. Oh, das sind Infektionsherde. Zombieherden, meine ich. Das ist sehr gut zu wissen. Komme ich hier nicht weiter? Nee, komme ich nicht weiter. Ja, ich bin falsch gefahren. Ich hoffe, bei mir hat jeder überlebt. Ja, hat jeder überlebt. Sehr schön. Es ist auch keiner im Moment. Es ist auch. Es ist wirklich eine Seltenheit, dass keiner von uns irgendwie angeschlagen ist oder so. Oh, das ist echt viel. Stell mal vor, ihr hättet jetzt kein Auto. Ihr würdet echt am Arsch sein, wenn ihr so viele und dann noch alleine wärt. Das wäre ja. Es war eine richtige Herausforderung. Aber. Würde man vielleicht schaffen, aber das. Man würde da ganz knapp rauskommen, glaube ich. Und da sind noch Herden und da ist ein Kreischer. Und da ist noch eine Herde. Boah, krass. Ich glaube, ich mache gerade meine Moral, glaube ich, richtig auf den Höhepunkt hier. Das hasse ich. So, ich glaube, das war's. Komm, den letzten. Machen wir 1 gegen 1 hier. Komm. Komm, zack, zack, zack hier. So, ich schaue zwischendurch auf meine mysteriöse Händler. Da war ich schon. Na, da will ich, das will ich noch nicht machen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Aber ich fahre kurz mal zu diesen. Oh. Ja, ich fahr kurz mal zu meinem Fahrzeug, weil ich wissen will, ob da ein Toolkit hinten drin ist. Weil zwischendurch sind in den verlassenen Autos und zwischendurch Toolkits drin. Das war mein alter Wagen. Habe ich da stehen gelassen, da bin ich nämlich irgendwie liegen geblieben, weil ich kein Benzin mehr hatte. Das meine ich natürlich. Man hat kein Benzin mehr. Und dass mein Auto ist irgendwie angeschlagen. Das ist nicht gut. Aber zwischendurch ist da. Ist das echt eine tolle Sache. Wenn man hinkommt, man hat ein Toolkit drin. Ich glaube, die Autos, die spawnen auch auf jeden Fall. Zwischendurch sind bei mir irgendwelche Autos dann in der Nähe. Leider nix. Schade. Ich glaube, ich durchsuche noch mal kurz mal hier diese Garage, bevor ich die Folge beende. Nämlich, ich bin schon bei 34 Minuten. So. Ich muss ein bisschen aufpassen und immer auf die Örtlichkeit gucken, ob man das schnell macht oder nicht, nämlich sonst kommen ganz, ganz viele Zombies und dann hat man ein richtig scheiß Problem. Kommt drauf an, wie viele in der Nähe sind. Aber man sollte auf jeden Fall alles durchsuchen,
was man kann. Man hat mir gesagt, oder mein Computer sagt hier, dass hier irgendwas mit Materialien ist. Deswegen will ich auch das letzte Modell schon. Aber das ist mir ziemlich egal. Ah, ja! Geht doch! Wenn ich Material jetzt nicht gerade wirklich an der Sonderware. Ich würde den gerne haben, den Wagen, aber ich kann jetzt nicht meinen Super Van hier zurücklassen. Das geht nicht. Guck mal, wenn ich jetzt die andere Kiste nicht durchgeschaut hätte, dann würde ich den gar nicht reparieren können. Nein, du kommst nicht zu mir. Ja, komm, Kollege, hilf mir mal. Ja, genau. Sehr schön. Aber ich glaube, den hole ich irgendwann auch mal. Wenn ich irgendwelche Probleme habe oder so mit den Autos, dann nehme ich mir den auf jeden Fall mit. Aber ich habe 5-6 Autos vor der Ding stehen. Das reicht eigentlich. Aber ich wollte jetzt nochmal wie in dem Jagra gucken. Roadracer. Und ich schaue nochmal in meinen Bezirk hier. Aber wirklich war. Ich hatte irgendwann mal. Irgendwann hatte ich mal so einen Account gehabt, also mal hier so eine, wie nennt man das? So eine Einstellung gehabt, dass ich ständig irgendwelche Autos haben musste, und da bin ich wirklich bei jedem einzigen Scheiß hin und her gerannt. Da bestand das eigentlich nur noch aufs Auto hin und her bringen oder so, und das war dann ziemlich scheiße, und deswegen, ja. Und aber ich hole das Auto trotzdem, weil das ist gut für meine Basis hier. Also für meinen Außenposten. Das ist ja eher ein Außenposten als eine Basis. Warum ist das jetzt zu? Das ist mein Außenposten hier. Das muss ich auf jeden Fall reparieren lassen. Ah, fuck, kann ich nicht. Okay. Ja, komm, wir haben genug Waffen. Das reicht. Halt die mit. So, dann laufen wir jetzt nochmal, glaube ich, nochmal zurück, um das Auto nochmal zu holen. Ich schaue aber nochmal auch in die anderen Häuser nochmal rein, weil ich brauche Materialien, ganz ehrlich. Ich brauche ganz dringend Materialien. Gonna run out of that soon. Way too loud. Ja, ja, ja. Komm, ja, ja, super. Munition und. Ah, scheiße. Das kann ich jetzt leider nicht transportieren. Aber ich glaube, ich hol kurz mal meinen Van. Oder mein Auto. Vorbei und hole das kurz. Ach komm. Tschüss. Okay, well that's that. Und hole kurz die Materialien, weil die brauche ich echt. Ich habe echt keine Materialien mehr. Ja, das war's auch schon. Das war so das ganz kleine Tutorial. Wenn du mal Fragen habt, dann fragt. Ich spiele das Spiel auch noch nicht so lange, deswegen kann ich noch nicht so als mich als Quack oder also als Freak oder als Experte irgendwas so sehen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. War natürlich sehr viel rumlaufen, sehr viel erklären. Aber ich werde in den nächsten Mal noch mehr Videos machen, wo ich einfach mal so, wo ich einfach mal, auch mal, Quests mache. Oder sagt mir einfach mal Bescheid, schreibt in die Kommentare, was ihr machen wollt oder was ich machen soll oder worauf ihr Bock habt, was ich machen soll. Ob ich euch noch mehr erklären soll. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Ach, es geht doch mal da weg. Mensch, Tyler, du stehst immer im Weg. Genau. Danke fürs Zuschauen und ja, ciao. Mit V. Wow.